Also Hand aufs Herz, haben Sie gewusst, dass es in Basel ein Kleiderbügelmuseum gibt? Und zwar ziemlich spezielles noch, und das mit Sitz in Basel? Nein, ich also auch nicht. Meine Kameraleute, der René Soland und Rudi Bertschi, begleiten mich und wir laden Sie ein, kommen mit, das anschauen. Ich werde das tun Sie. Also wir sind jetzt im Kleiderbügelmuseum drinnen und neben mir steht der Besitzer, der Hansi Dunkel. Hallo Peter. Hallo Hansi, schön, dass wir die Museum besuchen und ein bisschen schnüffeln und ein bisschen drinnen stöbern. Ja. Wie lange gibt es das Museum schon und wer hat das eigentlich in Werk geleitet? Also offiziell ist das Museum 1987 von meinem Vater eröffnet worden. Er hat durch das, dass er 1974 angefangen hat, Kleiderbügel zu verkaufen, auch die Leidenschaft entwickelt und hat angefangen zu sammeln. Und das war der Ursprung. Er hat dann weitere Bügel können von einem Lieferant übernehmen und schlussendlich sogar nach der Eröffnung des Museums auch noch von einem Fabrikanten, der über 100 Jahre lang Kleiderbügel produziert hat. Und das macht ein bisschen die spezielle und Einzigartigkeit aus von diesem Museum. Und wie viele Mitarbeiter gibt es in diesem Museum? Also offiziell sind wir zwei, die Führungen machen, der Markus Schenker und ich, die uns abwechseln. Wenn Gesellschaften grösser sind als 25 Personen, braucht es zwei, die das Ganze betreuen. Und aber die Mitarbeiter in der Firma Dunkelservice, wir handeln ja mit Kleiderbügel, handeln. Das sind 2,5 Leute, also wir haben 2 Ganztags- und eine Halbtagsstelle. Kannst du so auf Anhieb sagen, wie viele Kleiderbügel das ihr im Moment hier im Museum habt? Meine Eltern haben sich einmal die Arbeit gemacht und haben da Bügel für Bügel zählt und sie sind schlussendlich auf 4'000 Kleiderbügel gekommen. Ich habe es dann ein bisschen reduziert, weil es hat sehr viele ähnliche gehabt. Aber wir können locker behaupten, mindestens 3'500 Bügel sind ausgestellt. Wir sind wirklich am Plafond von unseren Möglichkeiten. Gut, von der Räumlichkeit her. Und die Kleiderbügel werden ja nicht jeden Tag gebraucht. Oder nimmst du jeden Tag einen, der die Kittel anhängen kann? Oder? Das glaube ich selten weniger. Was mich jetzt einmal würde interessieren, du hast ja einen Raum unterhalb, wo wir jetzt stehen, mit ganz speziellen Kleiderbügeln. Und gehen wir doch das mal anschauen und dann kannst du uns mal ein bisschen Erklärung dazu geben. Ja, ich freue mich darauf, wenn ich euch da ein paar spezielle Modelle vorstellen kann. Also wenn ich mich so umschaue, dann denke ich so viele Kleiderbügel, wie ich mir nie erträumt habe. Hansi, welches ist eine für dich der interessanteste? Oder hast du überhaupt einen, den du bevorzugst? Und wenn ich das so umschaue, dann sind keine neuen Kleiderbügel. Welches ist aber der älteste, den es hier gibt? Also fangen wir beim ältesten an. Das ist der Uniformbügel, wo die schweren Epauletten so auf dem Weg gestützt hat nach oben. Und wir dürfen sagen, dass der 400 Jahre alt ist, weil der primitiv geschmiedete Haken hier zeigt eigentlich ein bisschen, in was für einer Zeit etwa so geschmiedet worden ist. Also das heisst mit anderen Worten, der hat schon ein paar Kriege erlebt. Kann man so sagen, effektiv. Ja. Dann zu der zweiten Frage. Ich habe natürlich ein paar Favoriten. Und ganz besondere Sachen sind zum Beispiel hier Wähne, wenn ich das darf ja, zeigen. Wir, so. Wir haben hier so einen schönen Bügel, wo man hier oben Schieberli hat für Motorschutzkügel drin. Der Bügel ist deshalb auch ein Favorit, weil er aus einem Stück ist und sehr schön geschafft. Also da reden wir bei solchen Sachen reden wir immer von Kleinmöbeln. Ah ja, ich meine, man könnte auch Salz und Pfeffer drin tun. Das kann man durchaus, weil er ja auf dem Tisch steht. Also, die Mottenkügel würde ich aber vorher rausnehmen. Aber, Jetzt sehe ich da einen Kleiderbügel, der eigentlich nicht ganz in meinem Kasten würde reinpassen würde. Für wo wird eigentlich der verwendet oder ist verwendet worden? Also das ganz grosse Teil hier ist ein Kleiderbügel, wo man eine sogenannte Pluviale konnte zum Trocknen aufhängen. Eine Pluviale hat ein Reiter zu Pferd genutzt, um quasi sich und das halbe Ross noch zu schützen. Und wenn das natürlich nass geworden ist,
hat man es müssen können aufhängen und dann hat man das Gestell gebaut quasi. Also man hat ja hauptsächlich immer mit Holz auf Mass praktisch Kleiderbügel gemacht, damit nachher ein Anzug entsprechend gut können aufgehängt werden konnte. Das waren sehr viele Einzelanfertigungen gewesen. Gut. Jetzt sehe ich noch ein weiteres Möbel. Also was ich hier sehe, ganz spezielle Kleiderbügel, die ich nie gesehen habe, noch nie gebraucht habe, das ist der mit dem Tuch drumherum. Was ist das für eine Bewandtnis? Also das ist nichts anderes als ein Hosenbügel, wo man die beiden Hosenbeine von unten her aufgezogen hat, sodass man mit der Spannung nachher den sogenannten Bügelfalten über Nacht wieder in Ordnung gehalten hat. Also das sind sehr aufwendige Modelle, die hier gemacht werden. Mein Favorit hier ist dann auch wieder der, weil das ganze Gestell hier, das ist nur für ein einzelnes Hosenbein. Also wenn man sich vorstellt, man tut hier die Spannung wegnehmen und geht nachher wieder genau in den Bügelfalten rein, die entsprechende Spannung. Also nur für ein einzelnes Hosenbein so ein Gestell, unglaublich. Das könnte ich auch gut brauchen für meine Jeans, damit die auch im Falten sind. Meine Frau würde das nicht so gerne, wenn die Falten quer sind, sondern sollte der Längenweg sein. Aber gut, darüber können wir mal sicher drüber reden. Ist da unten noch irgendein spezieller Kleiderbügel, wo sehr spannend ist, bevor wir in den nächsten Raum übergehen, wo es dann spannend wird? Also sicher möchte ich immer auf diesen Bügel hinweisen. Hier. Das ist jetzt ein Drahtgestell, wo man die sogenannte Spalendorhose aufbügeln konnte. Ach ja. Und die Spalendorhose habe ich natürlich auch im Angebot, damit man überhaupt weiss, von was man redet. Das ist die Spalendorhose. Genau. Die hat hier wunderbar aufgezogen werden. Und eine lustige Geschichte dazu ist eigentlich die, dass die ersten Modelle von dieser Spalendorhose ja unten offen waren, sodass die Damenwelt ihr einfaches Geschäft machen konnte. Und als ich eine deutsche Journalistin hier hatte, hat sie mich gefragt, ob ich wüsste, wie man im bayerischen Raum dieser Hose sagt. Und das habe ich nicht gewusst, oder? Dann hat sie mir gesagt, das ist eine treffende Bezeichnung, der sogenannte Stehbrunzer. Also unsere Spalendorhose ist im bayerischen Raum der Stehbrunzer. Die der Hammer. Wunderbar. Ja. Gut, und wir haben noch einen weiteren Raum, der noch interessanter ist. Und da gehen wir jetzt auch runter. Also wir sind jetzt im Museum 3, wie der Hansi dem sagt. Da jetzt nicht nur Kleiderbügel, sondern da unten werden die Leute, die kommen, gruppenweise auch verpflegt, ganz leicht verpflegt. Stimmt das, Hansi? Das ist richtig. Der Besucher muss allerdings Verpflegung selber mitbringen, da ich ja kein Restaurant bin in dem Sinn. Das ist richtig. Also. So, wir wollen aber jetzt nicht über das Trinken und das Essen schwätzen, sondern wir wollen über Kleiderbügel schwätzen, die du da hast. Und zwar hast du da ganz spezielle Sachen. Es wäre nett, wenn du mal willst, vielleicht den einen oder anderen da willst vorstellen, bitte. Mache ich natürlich sehr gern. Der Reisebügel, wo man so 1900 rum hat von Reisen und in dem Hotel noch keine Bügel angetroffen hat, ist das eigentlich noch ein recht ordentliches Business gewesen, wo man einfach das Bügel selber hat mitnehmen, damit man sie Vesto einigermaßen können aufhängen. Und hier das Feuerzeugmodell finde ich natürlich eins der besten. Da tut man links und rechts kann man die Schultern rausklappen. Und dann hat man hier eigentlich einen brauchbaren Kleiderbügel. So Sachen sind auch immer patentiert worden. Nur der Nächste, der gefunden hat. Also, wenn ich das sage, der wäre noch gut für einen Dirigent, oder? Wenn man den Dirigentstock vergisst, könnte der auch noch. Okay, gut, also weiter. Ja. Soll machen, was er will. Vielleicht kannst du auch den Radio verstärken mit so einer Antenne. Okay. Dann auch das. Da hat man einfach die Idee anders umgesetzt. Ja. Indem dass man das so rausklappen konnte, war das Patent umgangen. Mhm. Der Nächste hat dann mit seiner Variante auch wieder etwas anders gemacht, sodass das Patent können umgangen werden oder der Musterschutz. Mhm. Aber das Genialste und etwas vom Neuesten, was wir im Museum haben, das ist der Bügel, bestehend aus 88 Teilen, nein, inklusive der Nieten. Der ist auch auf diese Art sehr brauchbar und hat auf wenig Raum hat er immer können mitgenommen werden. Aber sie sind alle platzsparend, oder? Kannst du es im Schielentäschchen mitnehmen? Es ist um das gegangen, und das ist ja, es genau, gegangen. Ja, genau, ja. Dann Kleinmöbelcharakter hat auch wieder das spezielle Teil hier. Also wir haben einerseits hier Bürsten, andererseits haben wir den Schuhlöffel.
Und wenn wir natürlich dort die Schultern aufklappen, haben wir auch noch den Kleiderbügel. Das wäre auch also Hammerhaftstyle. Das ist Hammerhaft, das, ja. Gerade für Leute, die viel gehen reisen, wäre das ideal, oder? Denn der hier hat eine spezielle Geschichte. Da ist einmal am Sonntagmorgen ist der bei mir vor dem Geschäft auf der Treppe gelegen. Und ich weiss nicht, wem ich Dankeschön sagen dürfte. Vielleicht meldet sich einmal jemand, der sagt, ich bin das gewesen. Das ist ein wunderbarer Reisebügel, wo man die Schultern rausklappen kann. Hier unten haben wir dann automatisch den Hosenspanner. Und wenn man dann sieht, was hier für gewaltige Scharniere dran sind, dann ist das für mich ein Kunstwerk. Und nicht mehr einfach nur ein Kleiderbügel. Also sensationell. Das ist richtig, ja. Hat man mir einfach vor die Türe gelegt. Ich kann es fast nicht glauben. Ich erzähle das immer wieder. Und ja, vielleicht ist ja durch den Filmbericht, dass einer weiss, ja, weiss. Aha, ich sollte mal mich melden. Was ist denn das für ein komisches Ding da? Also das ist natürlich so ein Mehrzweckbügel, wo man einfach leichte Sachen drangehängt hat, ob das Unterwäsche oder Tücher war. Was mich an diesem Bügel wundert, ist einfach, dass auch hier ein Musterschutz besteht drauf. Und das ist eigentlich sehr praktisch, wenn man ihn so zusammenlegt, hat man auch ein bisschen weniger Platz, den man beansprucht. Aber dass das Teil tatsächlich bis zu einem Musterschutz gekommen ist, das wundert mich sehr. Mhm. Aber okay. Das macht ja auch ein bisschen unser Museum einzigartig, weil es ist noch niemand da gewesen, der vergleichbar etwas anbieten kann. Sammeln kann man relativ schnell viel Bügel. Aber wenn man dann die Vielfalt ansieht und die Geschichten, die wir kennen dahinter, dann macht uns das nach wie vor einzigartig weltweit. Schön, jetzt haben wir sehr viel über die Kleiderbügel gehört. Wir könnten da noch stundenlang mal anschauen. Es ist einfach fantastisch, muss ich wirklich sagen, ganz eine tolle Sammlung. Was mich noch würde interessieren, lebt ihr von diesem Museum oder von was lebst du und deine Angestellten? Was ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute sind, die uns da kommen, die sagen, oh toll, jetzt haben wir wieder 2000 Besucher gehabt. Nein, grundsätzlich ist das Museum eher kostenlastig. Wir dienen ja als Handelsfirma mit dem Handel von Kleiderbügeln, Kleideile, Kleiderständer, die wir eigentlich unser Leben finanzieren. Und das Hobby hier, das mein Vater angefangen hat und von uns weitergepflegt wird, das ist eigentlich, eben, wie ich schon gesagt habe, eher kostenlastig. Aber das tun wir natürlich gerne pflegen, weil wie kann man eine Leidenschaft zu dem, was man macht, schöner und interessanter dokumentieren als mit so einer wahnsinnigen Sammlung. Wir sind eine reine Handelsfirma. Nur Handelsfirma, ja. Wir haben als grosser Lieferant haben wir, von Italien her, das ist einfach auch noch interessant, Firma Mainetti, die produzieren in der Woche 3 Millionen Kunststoffkleiderbügel. Die gehen aber nicht in die Schweiz. Aber nur zum Sagen, es ist eine gigantische Zahl, die hier wöchentlich produziert wird und nachher in Europa verteilt wird. Das heisst, das sind nicht nur für Hotels, sondern es sind auch für Warenhäuser und so weiter produzieren die. Modeindustrie ist ganz klar der Hauptabnehmer. Jetzt, liebe Zuschauer, nach all dem, was ich gesehen habe und gehört habe, würde ich eigentlich meinen Kittel und meine Hüte daheim nicht mehr so achtlos auf den Kleiderbügel hängen wie jetzt, denn ich weiss, es ist halt doch ein kleines Kulturgut und man sollte das pflegen. In diesem Sinn danken wir euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder irgendwas haben, was super interessant ist, dann melden wir uns wieder. Wäre nett, wenn Sie noch uns wieder abonnieren, den Kanal. Wäre super, wir würden uns freuen darüber. Dankeschön. Dir auch, Hans. Danke vielmals. War super schön. Ja, ich danke.